Augenreiben, ins Auge fassen, all das kann dazu führen, dass sich unser Auge entzündet. Und eine Art von Entzündung ist das Gerstenkorn. Ich bin Felix, ich bin Arzt und heute erkläre ich euch, was ein Gerstenkorn ist, wie es entsteht und was ihr dann machen solltet oder eben nicht machen solltet. Hautkeime sind meistens Auslöser von Gerstenkörnern. Unser Auge entzündet sich und wir haben dann mit einem Gerstenkorn zu kämpfen. Meistens fängt es damit an, dass wir so eine Art Fremdkörpergefühl im Auge haben, also irgendwas, was da normalerweise nicht hingehört. Außerdem kann man einen kleinen roten Knoten am Augenlid erkennen. Der ist druckempfindlich und gefüllt mit Eiter. Oft reicht auch abwarten zur Heilung. Ein Gerstenkorn öffnet sich nach einer Woche häufig von selbst. Dann kann der Eiter abfließen und die Schwellung nimmt ab. Es kann aber auch dazu kommen, dass sich das Gerstenkorn in Richtung Bindehaut und Augenhöhle ausbreitet. Da unbedingt zum Arzt gehen, um Augentropfen oder noch Tabletten zu bekommen. Die wirken entzündungshemmend und unterstützen die Heilung. Wenn du jetzt also ein Gerstenkorn spürst, erste Regel, Finger weg. Es handelt sich ja hier um Bakterien und die sind ansteckend. Heißt, du könntest deine Mitmenschen mit den gleichen Bakterien infizieren. Zweite Regel, nicht selbst öffnen, auch wenn dieser Eiterknoten vielleicht mega dazu einlädt. Nicht einfach mit Druck oder irgendeiner Spitze öffnen. Dadurch macht man es nur noch schlimmer und die Entzündung kann sich ausbreiten. Also, was solltet ihr tun? Wenn es nach einer Woche nicht besser wird, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Hier bekommt ihr dann spezielle Augensalben oder Tropfen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Gerstenkorn vom Arzt oder von der Ärztin aufschneiden zu lassen. Aber das wird natürlich alles individuell geklärt und besprochen. Also Finger weg vom Gerstenkorn. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.